Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum ersten Fazitvideo vom Möbius Monitor nach etwa 5 Tagen Benutzung und Zocken und alles Mögliche. Weil ich weiß, es kommt wieder die Frage, deswegen mache ich schon mal so ein Vorab. Was mir so jetzt aufgefallen ist, ist mir ein bisschen was Positives aufgefallen, mir ist aber auch einiges Negatives aufgefallen, was man halt definitiv noch beim nächsten Modell oder vielleicht mit einem Update verbessern kann. Erstens, kaum einer liest die Anleitung. Es wäre halt schön, wenn man da irgendwie aufschreiben würde, dass man nach Updates suchen sollte. Weil den kann man updaten. Ich habe jetzt Update drauf. Ich habe 15, 5, irgendwas, keine Ahnung, habe ich drauf. So hat er sich eigentlich ganz gut geschlagen. Ich frage mich nur einiges, bei HDR kann man nicht anpassen. HDRi kann man anpassen. Wo da die Logik ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Nicht falsch verstehen, ist ein wirklich toller Monitor und der macht doch wirklich, der sieht optisch geil aus und der macht, auch die Grafik ist richtig geil mit 144 FPS sogar. Man kann auch eigene Profile anlegen und ihr habt eine Software, die ihr runterladen könnt. Die nennt sich Color Shuttle oder so. Ich habe extra jetzt mal mein Profil hier umgestellt in ein sehr grelles Profil, damit ich euch das zeigen kann. Ich öffne hier Color Shuttle und dann kann man sich verschiedene Grundeinstellungen runterladen. So, ich nehme jetzt einfach mal nehmen wir mal hier Diabolo. So, Spieler 3. Eins kann ich nicht machen. So, jetzt drücken wir hier unten OK. Und jetzt steht auch da, der Bildschirm wird kurzzeitig schwarz. Jetzt lädt er die Einstellungsdateien runter, wie er halt eingestellt werden soll für das Spiel Diabolo. Und dann haben wir hier auch schon umgestellt. Yep. Mit dem Profil, also Farbmodus, Spieler 3. Und ich kann auch, muss ich jetzt erstmal wieder mein Farbprofil wieder herstellen, damit ihr meins seht. So, ich bin auf Benutzer. Ich habe mir Low Blue Light habe ich mir jetzt auf 5 gemacht, dann ist es halt noch schön farbig und nicht ganz weiß, ist auch noch halbwegs weiß und nicht ganz so gelb. Ich habe jetzt für das Video mal den Modus ausgemacht, damit er die Helligkeit anpasst, wie das Licht im Raum ist, damit er gleich hell ist, damit es besser im Video aussieht. Der ist sonst tagsüber und abends, wenn ich dran sitze, ist er an, außer beim Zocken logischerweise. So, ich mache das mal aus. Also das Programm finde ich ganz gut für Leute, die am PC, also die damit am PC zocken oder so. Ja, aber für mich, ich benutze ja HDMI und PlayStation 5 und die stellt das ja sowieso ein. Obwohl man das da auch nutzen könnte, dass man das dann so einstellt. Irgendwie. Das Problem ist jetzt, die Software, wo man das runterladet und die Software zum Updaten vom Monitor gibt es nicht für Mac. Das weiß ich durch einen Kollegen. Shadow, einen wunderschönen. Der hat nämlich nur Mac. Und der hat auch den. Und ist auch mega zufrieden eigentlich. Konnte sein, kann sein, aber bis jetzt heute nicht updaten. Weil es ist nicht möglich, das Update auf den Stick zu ziehen und dran zu machen, sondern es ist halt so eine Software, die führt man auf dem PC aus und dann erkennt da, man muss auch alle anderen Monitore abschließen vom PC, also ich musste alle DisplayPort-Kabel rausziehen, damit der das halt erkennt. Ja, und dann sagt er, oh, der ist es. Und dann dauert es eine ganze Weile, bis er runtergeladen hat, installiert hat und verarbeitet hat und bla bla bla. Und danach sieht er auch besser aus. Was mir aufgefallen ist, ist halt, vor dem Update war er nicht so hell wie nach dem Update. Die Farben waren nach dem Update noch kräftiger. Kann man natürlich anpassen. Kann auch runtergehen. Ja, also einige Einstellungen sind auch dazugekommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Mein persönlicher, also mit Mac interessiert mich im Prinzip eigentlich nicht, weil ich habe kein Mac, ich habe ja nur Windows, aber ich weiß es von Shadow und deswegen ist es ein Negativpunkt, den ich anmerken möchte. Aber mein persönlicher Negativpunkt ist nicht mal das Einstellen, das habe ich mich ja hier an dem schon dran gewöhnt gehabt, dass man da nicht alles einstellen kann, aber die Grundeinstellungen sahen immer geil aus.
Mein persönliches Problem mit ihm ist eigentlich die Fernbedienung. Also nicht Problem, die Fernbedienung ist geil, nicht falsch verstehen. Wir haben jetzt auch hier so eine Spieletaste. Ja, die seht ihr jetzt nicht, weil es hier zu dunkel ist. Oder halt, weil ich jetzt nur das Licht hier oben anhabe. Und bei dem Spielemodus kann ich dann halt umschalten zwischen FPS. Und da stellt da was anderes ein. Ja, zwischen FPS und RGB. RPG, Mann. Ja, dann sieht das halt so ein bisschen anders aus. So ist er heller, so ist ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt das halbwegs erkennen, damit das ein bisschen heller und ein bisschen dunkler wird. Ja. So, wir lassen mal das Dunklere. Und da seht ihr schon das Problem. Ja, wenn ich hier die Taste drücke, so, jetzt müssen wir kurz warten, dass alles ausgeht. So, es geht bei beiden an. Und wenn ich hier was einstelle, was hier die Schnelleinstellungen sind, also Low Blue Light, Color, Helligkeit, und dann halt das Farbprofil. Ja, dann gehe ich hier auch irgendwo in die Einstellung und verstelle mir den kompletten Monitor. Ich muss jedes Mal, wenn ich das benutzen will oder auch auf HDMI umstellen will, wegen PlayStation, muss ich hier zuhalten und dann kann ich hier die Tasten drücken und kann einstellen. So lange muss ich das zuhalten. Das ist sehr negativ, dass sie halt bei den beiden die gleiche Frequenz genommen hätten. Es ist positiv, wenn man es so sieht, dass man halt eine Fernbedienung hat für zwei Monitore. Aber man will die halt beide getrennt voneinander einstellen und nicht gleichzeitig. Da muss man das immer zuhalten. Es gibt auch keinen Knopf, dass man sagen kann, hier irgendwie vorne, bumm, ich mache jetzt so, dass die Fernbedienung nicht reagiert oder so. Das ist halt, hier haben wir dann halt nur den Display-Knopf, können wir hier zwischen Spiele. HDRI, Kino HDI, Display HDR, also da macht er HDR an überhaupt erstmal und aus. Ja, das ist halt ein Negativpunkt, dass man da dann halt immer zuhalten muss. Genauso, wenn ich hier was einstelle, muss ich da zuhalten, muss ich hier vorne den Sensor zuhalten. Sonst verstelle ich da was mit da. Ich werde auch vielleicht mal meine Daten mal notieren, wie ich mir das für die PlayStation eingestellt habe, damit es schön aussieht. Also, dass es ein bisschen was heller ist und Schatten Schatten ist und so, das schreibe ich euch in die Kommentare oder macht dann später nochmal ein separates Video zu. Hier geht es erstmal nur um meine ersten Erfahrungen damit. Und die ersten Erfahrungen sind eigentlich sehr, sehr positiv. Aber sie werden halt auch geprägt mit diesem Negativen, dass halt zweimal die gleiche Fernbedienung. Das muss auf jeden Fall beim nächsten Modell besser werden. Wenn ich mir überlege, wenn der jetzt in die Jahre kommt und ich hole mir dann vielleicht demnächst oder halt in 6 Jahren oder in 3 Jahren oder was weiß ich, einen neuen BenQ-Monitor, weil ich habe einen Narren dran gefressen, gebe ich auch ehrlich zu. Also mir fallen die Produkte von BenQ und der Goldene hat mich schon überzeugt. Dann kam der mit noch einem geileren Bild und jetzt kommt er hierher und es sieht halt einfach geil aus und sie sind preislich halt sehr gut. Hier habe ich jetzt halt ein Drittel weniger bezahlt, als was da eigentlich kosten sollte. Deswegen habe ich ja nur zugeschlagen. Ja? Und wenn ich mir überlege, sagen wir mal in 3 Jahren, und ich will mir den neuen holen und stelle den Möbius dann praktisch hier hin, den goldenen nach oben. Und den lasse ich vielleicht dran und mache den auf die Seite oder so. Ja, und ich überlege, wenn ich dann ohne mit Fernbedienung einstelle und dann hast du da ein und da ein, du kannst nicht beide gleichzeitig zuhalten. Und dann mit der Fernbedienung steuern. Das geht nicht. Also da muss denn, man hat auch hier unten mit dem Knopf kann ich auch. Ach, Katerchen, du hast die Maus bewegt. Ja, hier unten haben wir einen Knopf, den können wir denn, wo ist er denn? Hier. Haben wir laut leise. Und wenn wir ihn drücken, dann können wir halt hier im Menü hin und her switchen. Dann können wir auch hier das Menü anmachen und können hier alles hin und her switchen. System, hast du nicht gesehen. So. Und ich habe gerade 144 Hertz an, 4K, HDR ist aus und FreeSync ist auch aus. Ich habe kein FreeSync, ich habe eine Nvidia-Grafikkarte. Ja? Also so, mein erster Eindruck ist toll. Bei den meisten Spielen ist er auch toll. Bei COD habe ich das Problem,
Wenn ich im Zombie-Modus bin und ich sehe meinen Charakter, also bin in der Lobby, hat man ja auf der linken Seite so ein kleines Viereck, wo die Tagesaufgaben stehen. Und da steht ja, was man machen soll, so und so viel, sagen wir mal, 20 mit Kyrofrost töten. Also Zombies mit Kyrofrost. Und dann ist das meistens ein bisschen blau. Das sieht hier so ein bisschen weißlich mit einem kleinen Blaustich aus und die Schrift hat so einen kleinen Rotstich. Weil das von, also wenn ich hinschalte, sieht es alles weiß mit blau aus und sobald das Original-Hintergrundbild von COD dazu kommt, weil erst ist ja schwarz, das dauert bei COD leider immer ein bisschen, und dann kommt ja dieses Bild, wo wir in der Lobby stehen, und dann ist durch das rote Licht, wird das alles dann so ein bisschen verfärbt. Ich habe bei Shadow gefragt, bei dem ist es genauso. Aber ich habe mich daran gewöhnt, das ist halt nur da und dafür sieht es halt im Spiel wirklich geil aus. Er hat wirklich krasse Farben, wirklich, also Helligkeit ist geil. Da musste ich leider auch schon runterregeln, weil der ist ja grundsätzlich mit 100% eingestellt. Ich habe ihn auf 80 gemacht oder so, weil mir dann abends halt die Augen wehtun, weil er einfach zu grell ist. Und die Farbe habe ich ein bisschen runtergestellt, weil das ist einfach viel zu grell gewesen. Es sah richtig geil aus, aber für abends, für mich ist das halt nichts. Und abends habe ich halt Low Blue Light aus. Ich habe auch diesen Lichtmesser aus, dass ich dann, der soll dann immer konstant in der gleichen, weil das bringt mich beim Zocken durcheinander. Im Büro jetzt, wenn ich jetzt so Schreibkram mache oder was weiß ich, dann ist das vollkommen egal. Ob der hoch und runter regelt, das stört mich nicht. Aber beim Zocken, wenn ich die ganze Zeit drauf gucke und daddel, dann möchte ich halt ein und dasselbe Licht die ganze Zeit haben. Und deswegen habe ich mir da meine festen Einstellungen gehabt. Ich habe auch, ihr guckt, ich habe. Wollte erst den normalen HDR-Modus anpassen. Da gehen aber einige Sachen nicht anzupassen. Da kommt nochmal ein separates Video zu. Ich habe mir den HDRi-Modus einfach angepasst. Und ich habe mir HDRi-Spiele genommen. HDRi ist kein neuer Modus. Das ist einfach nur eine Softwarelösung von BenQ. Wie, was das halt noch mal ein bisschen besser rechnet und für einige Spiele besser aussieht, für andere Spiele schlechter. Aber da ich mir den HDRi-Modus jetzt selber angepasst habe, für meine Verhältnisse, geht der dann halt nicht mehr, wechselt der nicht mehr irgendwie die Farben oder was weiß ich. Das ist so, wie ich ihn eingestellt habe und so habe ich ihn für Menü, für einige Spiele habe ich es überprüft und das ist jetzt eigentlich so mein Dings und das habe ich auf Spiele 1 gemacht. Spieler 1 habe ich das gemacht, dass ich halt immer mein persönliches Profil habe und das immer so eingestellt ist, wie ich das gerne haben wollen würde. Wie gesagt, man kann auch mit dem hier runterladen, Color Suite, kann man halt Profile runterladen für bestimmte Spiele und man kann halt updaten, nicht vergessen. Aber so, wie gesagt, ist mein erster, ich muss mal kurz nochmal gucken. So, ich habe jetzt, ach so, und ich gehe jetzt mal auf Benutzer. So. Also ich habe jetzt 80% Helligkeit, Color habe ich auf 8 und Low Blue Light auf 5. Ja? Also manchmal mache ich mir Low Blue Light auch mal ein bisschen höher, aber die Helligkeit. Hoppala, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Falschen Knopf erwischt. Na, no. Die Hintergrundbeleuchtung habe ich auf Blau und ich glaube Standard halt einfach gemacht. So. Ich habe auch schon die Helligkeit hier. Nee, 75. So, auf 75 gehabt. Ja, dann ist er halt ein Stück dunkler. Wenn man die ganze Zeit drauf guckt, ist das dann manchmal ein bisschen besser. Ich zeige euch das mal im Vergleich. Wie gesagt, das ist der Möbius. Das ist der Goldene. Ich schreibe es vielleicht unten drunter oder kurzzeitig drüber über die Monitore, dass ihr wisst, das ist der Silberne. Ja? Und jetzt mache ich mal volle Pulle. Die Helligkeit. So. Und Color machen wir mal auch. Auf 13, so habe ich es beim Zocken. Aber da ist HDR an. Und Low Blue Light mache ich mal aus auf 0. So. Dann sieht man schon einen Unterschied von der Helligkeit, denke ich mal. Aber ich stelle mir das mal wieder so ein, wie ich das gerne habe. Color auf 10.
hier auf 80 und Low Blue Light auf 5. So, das ist für mich so der Sweet Spot. Da ist weiß, relativ weiß und mit einem kleinen Gelbstich und tut halt nicht zu doll weh in den Augen. Manchmal, wenn man zu lange ruf guckt, ist für mich halt perfekter. Ja? Es sieht jetzt halt ein bisschen blöd aus, weil ich es abfilme. Ja? Also das ist natürlich kein Vergleich, wie wenn ihr das denn vor euch habt. Wo ist denn hier Anknopf da? So, ich mache mal hier auch ein bisschen dunkler. Und die Farbtemperatur auf. So. Also ist überhaupt kein Vergleich, wie wenn ihr denn vor euch seht. Weil das ist immer das Problem. Abfilmen sieht immer schlechter aus, als wenn man wirklich davor sitzt. Er hat viele positive Sachen, auch dass man den halt hoch und runter machen kann und neigen und drehen und hast du nicht gesehen. Der Standfuß ist wirklich extrem groß. Da vielleicht ein Stück schmaler, ein bisschen massiver in der Breite, damit da dann halt ein bisschen kürzer sein kann oder so. Schön mit dem Kabelschacht, dass man das nach hinten führen kann. Man hat hier keine Kabel. Ich kann jetzt halt nach hinten ordentlich durchgucken. Also weil der goldene, der war ja nur bis hier. Der hat ja hier schon angefangen. Hier, wo mein Finger hier ist. Hier. Hier ging der goldene los und das Stück praktisch. Das habe ich jetzt dazu gewonnen. Und dadurch habe ich halt, ich wollte den goldenen ja auch stehen lassen hier, hab mir dann aber dazu entschieden, den an den Arm zu machen, wo der silberne vorher dran war, dass ich den hier. Hoppala. Na komm. So. Nicht ganz so hoch, ich habe halt so einen Tick unter dem, was das Maximum ist, dann habe ich genau den Sweet Spot, die Mitte vom Bildschirm, mein Kopf. Und damit zockt sich das wirklich extrem geil. Vorher habe ich musste immer so ein Stück nach unten gucken. Ich hatte den Monitor so ein bisschen angewinkelt. Jetzt habe ich ihn komplett gerade. Ja, und deswegen habe ich den halt auch daran gemacht, dass er halt hochkommt und halt nicht hier unten ist, dass er eh hier ist und dann wie so eine Treppe. Das sieht ja dann auch doof aus. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen. Ich habe die USB hinten angeschlossen, also den USB hinten am PC angeschlossen. Und seit dem Update funktioniert das auch. Ich habe jetzt hinten an dem Monitor habe ich halt mein Stream Deck und ihr seht, es funktioniert. Das Licht, Quatsch, die Headset-Halterung mit dem RGB-Licht, was hier in der Ecke steht, wo halt mein Headset dran ist und die zwei USB für Tastatur und Maus. Ja, also für die von Logitech, die KX und Keys Dingsbums da. Ja, da, das ist alles da dran. Spar mir halt unten halt den USB dafür. Was halt blöd ist, oder was ich testen muss, was ich noch nicht getestet habe, wenn ich den PC ausmache, gehen auch alle Monitore aus, der geht auch raus, aber das leuchtet trotzdem weiter noch. Das wird dauerhaft mit Strom versorgt. Ich habe noch nicht die Möglichkeit gefunden. Ich muss mich da im Menü noch ein bisschen zurechtfummeln vom Monitor, ob es da irgendwie ein Menü gibt, das halt Strom sparen oder so, dass wenn der Monitor ausgeht oder Energiesparmodus oder was der auch reingeht, dass dann auch gleichzeitig USB abgeschalten wird und nicht mehr mit Strom versorgt wird. Das muss ich noch gucken. Das ist das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe. Sonst bin ich hier die ganze Zeit am Machen. Der hat auch hier ein Mikrofon drin. Habe ich auch noch nicht getestet, weil ich habe ja mein Rode und ich zocke ja nicht am PC, ich zocke ja mit Konsole. Also, aber das weiß ich von Kollegen, dass das Mikrofon wohl sehr geil sein soll und auch Umgebungsgeräusche rausfiltern soll. Ich werde mir das mal einstellen und hier mal mit dem Diktiergerät ein bisschen rumspielen und dann halt was aufnehmen und dann das werde ich dann im nächsten Video machen. Da werde ich euch durch die Benutzeroberfläche dann mal filmen. Jetzt wollte ich euch das erstmal so zeigen, das Setup, wie das alles ist und mein erstes Fazit dazu abgeben. Und im nächsten Video werde ich dann halt nochmal die Oberfläche für euch filmen und dann halt nochmal dieses Color Suite werde ich euch zeigen. Und wie das aussieht, wenn man den Monitor updatet, werde ich euch zeigen. Und ja, das Menü vom Monitor kann ich euch leider nicht zeigen, weil das ist ja nicht, wird ja nicht über. So übertragen, das wird ja hier einfach vordergründig eingeblendet. Ja, also ich könnte halt höchstens, doch, warte, nee, kann ich nicht. Das hat nichts mit dem
Monitor an sich, also mit dem, was der PC mir schickt, am Bild. Das wird ja einfach nur über das, was der PC schickt, also wie so eine zweite Schicht drüber ihr macht, dass ich das sehen kann. Ja? Das geht dann halt leider nicht, dass ich euch das zeige. Mal gucken, vielleicht dann nochmal sowas hier filmen, dass ich euch das Menü dann später nochmal zeige. Da muss ich aber das vorher abkleben, damit ich mir den nicht zerschließe mit irgendwelchen Einstellungen und ich das Bild hier nicht mehr hingestellt kriege. Ja. Soweit zu meinem ersten Fazit. Ich freue mich schon drauf, heute Abend wieder mit ihm COD zu zocken. Das ist richtig geil. Knackige Farben. Da hat er, also da führt er vor ihm. Also der hat auch zwar knackige Farben und so, aber das sieht hier noch mal knackig aus. Der ist auch noch mal gefühlt ein Stück heller. Ja, das macht, und weil ich mir halt höher hinstellen kann, macht das halt viel mehr Spaß und ist viel geiler. Aber sind beides gute Monitoren. Alle drei sind gute Monitoren, aber man muss halt wissen, für welchen Zweck und ob sie für einen ausreichen. Im Prinzip die 120, die brauche ich nicht. Nicht jetzt momentan nicht wirklich, weil die wird ja noch nicht ausgelastet. Die Capture-Karte, die neue, die kann ja auch nur 100, nur 60 FPS aufnehmen. Aber halt per Through kann so 120 und das erkennt der Alm hat er leider nicht. Das wäre halt gut für das nächste Update, dass vielleicht noch Alm mit aufgenommen wird, dass man Alm mit drin machen kann. Also Auto, Latency, Dingsbums, Scheiße. Und ja, also es wird halt hochgeleitet und also die meisten Spiele unterstützen es ja noch nicht. 144, 120 FPS, 60 FPS und der oben auch 60 FPS. Beide haben sie hart, also alle drei haben sie HDRI. Das ist halt, wie gesagt, eine Softwarelösung von BenQ, was das nochmal aufhübscht. Es ist kein neuer Standard. Nicht falsch verstehen. Und dieses Low Blue Light ist ja auch nochmal so, dann wird halt blaue Partikel aus dem Licht, was der Monitor zu euch sendet, praktisch rausgefiltert oder halt weniger gemacht, damit das nicht so schnell auf die Augen geht, die Augen nicht so schnell wehtun, ihr nicht so schnell kaputt seid. Und auch das mit dem Licht anpassen, also Audio Latency Mode oder wie der jetzt heißt, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ist auch sehr angenehm, wenn man wirklich die ganze Zeit drauf sitzt und dann draußen schwankt das Licht, mal hell, dann dunkel, dann wieder was heller, dann wird es wieder was dunkel, wenn Wolken sich davor schieben. Und dann passt der das halt an, damit das halt nicht zu viel für die Augen wird. Und das ist wirklich, das liebe ich an den BenQ-Monitoren. Ich habe es damals an dem gesehen, was das für eine Erleichterung ist, im Gegensatz zu vorher, wo ich keinen Blue Light Filter hatte und nicht mit dem Licht anpassen, dann kam er dazu, jetzt kommt er dazu und ich habe es definitiv immer an, außer beim Zocken. Außer beim Zocken, da habe ich es aus, dann möchte ich ein und Lichthelligkeit haben, was ich mir auch angepasst habe. Ich habe nicht auf 100%, ich habe da auf, glaube ich, auch 80%, 75% die Helligkeit. Ja, und es ist einfach geil. Es ist wirklich saugeil. So, wenn ihr da noch Fragen habt, ruhig in die Kommentare posten, dass ich weiß, was ich im nächsten Video noch beantworten kann. Also, was ich euch so, denn wenn ich es euch per Schreiben beantworten kann, beantworte ich das natürlich so und werdet im nächsten Video mit aufgreifen. Ich werde jetzt hier noch eine Runde gleich zocken. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.